Willkommen zurück, liebe Leute, zu Pokémon Smaragd. Lang ist her, ich weiß. Aber ich würde sagen, wir legen gleich mal hier los. Ich wollte gerade Doppelkampf machen. Das machen wir jetzt auch. Ein Doppelkampf. Ich muss danach ja direkt in den nächsten. Danke, dass du mich gefunden hast, aber du bist wir kämpfen. Oh, ich muss gegen ihn und ihn kämpfen? Du wirst gegen mich kämpfen, obwohl ich meine Pokémon eben erst gefangen habe. Ja, natürlich. Pass auf. Der hat bestimmt über Pokémon. Gerade erst gefangen. Ja, nur kurz, damit ihr auch Bescheid wisst. Ja, es gab eine lange Zeit nichts zu Pokémon und also sehr viel auch auf YouTube nicht. Ich versuche jetzt es zu ändern, indem ich jetzt ein bisschen im Voraus aufnehme. Aber es war eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Eine schöne, aber eine sehr anstrengende. Und dadurch gab es halt jetzt nichts. Ich hoffe, das kann man mir verzeihen. Ich denke mal ja. Okay. Hallo Taubers. Vielleicht hätte ich doch. Naja, egal. Habe ich keine Leute vorher, deswegen weg mit Habitak. Okay, vielleicht kann das nicht mehr, ich weiß es nicht, aber es sollte im Moveset vorhanden sein. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn das Level Limit. Oh shit. Nee, das ist zu risky. Das ist zu risky. Hätte ich bei meinem Mexikaner angegriffen, meine Mexikaner. Oh yeah, bam, knack, boom, knack passt sehr gut. Oh, ich bin auch Level 18, sehe ich gerade, wow. Ich hatte gerade ein bisschen Respekt. Inzwischen habe ich ihn komplett verloren. I'm so sorry, tschüss Taubos. Taubos sieht so cool aus. Ich mag Taubos. Bad ist die Agent für sich. Es war auf dem Weg nach Laubwechselfeld. War das, ist das richtig? War das schon vorbei? Ja. Redet nicht so viel. Und nächster Kampf. Schön. Das ist Wahnsinn. Wieso schenkst du welche diese Höhle? Hölle. Ich weiß halt ja Hölle, aber ich hab gerade Höhle sagen wollen. Ich bin halt, na, Lass mich! Sinnentor kann und wird auch Jauch machen. Kann und wird. Bewuchte ihn. Komm raus. Komm spielen. Hitzewelle. Ich war gerade Foto, hä? Auf Fünnertocker. Oh, natürlich brenne ich. Natürlich. Ein Glück habe ich keine Stärke eingesetzt. Wir machen beide Hitzewelle. Das ist natürlich schön. Nur gut, dass meine ein bisschen stärker, besser ist. Nur finde ich den Fakt, dass ich brenne, nicht so geil. Wenn er nun Captain Beardes einsetzen. Beardes! So spricht man das übrigens aus. Okay. Fusion. Ich stelle mir gerade so ein Schildung vor, einfach dass das steht so. Plötzlich leuchten seine Augen komplett so wie bei Enter, wenn das irgendwie ein Schildung einsetzt. Immer so blau, so. Und dann macht es mit seiner Hand so. Und dann der Gegner einfach, fliegt einfach 1000 Jahre weg, einfach wie Mensch aus dem Ofen. Siehst du dann wegfliegen. Ah, schön. So, erstmal möchte ich ganz kurz hier ein bisschen durchhalten. Dafür habe ich ja die kleinen Tränke. Es könnte übrigens sein, dass ich jetzt halt wirklich viele Folgen am Stück aufnehme. Kommt drauf an, wie fit ich gerade bin. Ich bin gerade echt müde.
Wenn ich mal erinnere, okay, wir haben auch erst 8 Uhr und ich bin dann Ewigkeiten schon wach und das ist natürlich nicht so praktisch, wenn man echt scheiße geschlafen hat. Ich habe mir heute meinen eigenen Horrorfilm geträumt, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr irgendwas einfach in Gedanken habt und das so... Wow, rote Flöte, wow, wow, Sui-Syndrom. So umfassend in eurem Kopf durchdenkt und durchdacht habt und halt daraus halt einfach eine komplette Story macht, dann ist das halt echt schon, das macht da, ich hatte halt in dem Traum echt legit Angst. Und das ist halt schon krass, wie krass die Fantasie eines Menschen, wie stark die sein kann, dass man im Traum sogar wirklich glaubt, dass es passiert. Finde ich sehr krass. Fliehen, Knogger, Müsli. Muss sie doch durchlaufen. Oh, die Kamaubdame ohne Kamaub. Ein Tentacher. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn hier eigentlich hier gefangen? Ich glaube, war das ein Bugby? Hallo? Aber ansonsten muss diese Story wieder, ich will keine Hilfe beim Kamaub verzeihen. Fräulein, du lügst. Du hast keinen Kamaub. Ich glaube, sie hat vergessen, dass ihr Kamaub eigentlich schon vor Jahren gestorben ist und sie es eigentlich durch einen Tauros ersetzt hat. Freaking Tauros! Ich finde Tauros übrigens vom Design her unglaublich cool. Dafür, dass es so unglaublich nutzlos ist. Death Down! Oh. Dieses Knogger einfach, weißt du? Dieses Knogger. Unglaublich gut. So, ich muss echt aufpassen, wie ich level, denn mein Türer ist schon fast 28 und wir haben noch sehr viel Weg vor uns. Ein Bereit auf die anderen trainieren. Natürlich schreck ich jetzt zurück. What the fuck? Sudden die Wutanfall. Passt aber zu Tauros, das ist sehr oft sehr schnell wütend. Also, nehmt's ihm nicht übel. Ich hab das Rechner mit 22, geil. Ich bin zu Hause atmen. RIP. Well, RIP. Komm unter meinen Sonnenschirm. Randomizer ist halt voll eklig, weil sie ein Schulmädchen ist. Schulmädchen sind alle eklig. Geht mal in die Ecke und schämt euch, die Schulmädchen. Nein, natürlich nicht. Schwan. Das ist halt nur sehr unanständig. Das wäre ein schöner Doppelkampf. Da möchte ich... Ich würde halt gerne Pinseljack ein bisschen leveln. Vor allem Irrlicht. So gut. Ich mag Irrlicht. Eigentlich kann Captain Badass inzwischen selbst für sich selbst kämpfen und Pinseljack kann dann eigentlich mal den Epiteiler kriegen. Hier. Okay, let's go. Okay. Mal ein paar May und Emma. Ich finde das Blieber nicht so geil. Als Gegner. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn für eine Kraftreserve? Oh Gott. Ich hatte, glaube ich, Geist. Ist that right? Hatte ich Geist? Ich wollte vergiften. Schade, schade. Das Matchup ist minimal beschissen. Okay, das ist so, ist er eh gleich weg und... Natürlich ein Strahl! Au! Oh Gott! Haha, ich trage kein Item. Oh, Giftdorn. Sixi. Ja, Müsli muss ich halt austauschen. Jauch, komm rein und... Machst du mal Kopf aus Jogging, das Ding? Vielleicht verwirrst du es ja, was relativ cool wäre.
natürlich Bodyguard. Das bringt jetzt richtig viel. Mega. Okay, das hat keinen Angriff. So, sag ich mal. Und tschüss, ist so. Tschüss. Ist so. Keine Erfahrungspunkte. Was? Na gut, das mit Stärke und dann. Er ist weg. Dieses Pelipper sagt nun Lerol. Nachdem es denn. Wow. Neutral treffen oder nicht sehr effektiv? Nicht sehr effektiv. Natürlich. Irgendwo fehlt Müsli noch die Coverage, um alles irgendwie. Ein Angriff fehlt noch, ein richtig guter, ein richtig neutraler, guter Angriff. Ja, mal schauen. Es ist nämlich sehr schade, dass ich ständig healen muss, deswegen heilen natürlich, Entschuldigung. Healen. Mensch. Da benutzt er einfach so einen Jargon, den einfach kein Mensch mehr nutzt heutzutage. Ja, Mensch, der Junge. Vitalkraut, das ist okay. Hallo, hallo? Die hole ich mir jetzt mal nicht. Aber ich hole mir das hier, das Kind und verprügel es. Aus der Asche erhebe ich mich. Rausfallen tue ich nicht. Ich glaube, er hat einfach nur nicht gewusst, wie man Kawaii ausspricht. Oh. Sweet. Ein Grammurx. Ich überlege gerade, ist es so schlau drin zu. Ja, komm. Ist neutral. Das ist nicht gut. Das macht mir die Hälfte meiner Leben weg. Natürlich kommt eine Attacke, die mich jetzt richtig abfuckt. So ärgerlich. Na gut, dann wechseln wir halt kurz aus. Auf. Jauch! Jauch! Oh, Superzahn. Ich hasse Superzahn. Klar, ich kann darauf nicht drauf gehen, aber trotzdem. Es ist halt. Also ich kann drauf gehen, wenn ich noch ein oder zwei. Nee, ein Leben habe. Dann muss er natürlich einen Schadenspunkt machen, aber trotzdem. It's from you. Okay, Mexikaner. Wow, die machen mir echt schon Probleme mit ihren Monmons. Schon echt nicht cool. Donnerblitz! Ist glaube ich normal, oder? Ja. Ja gut, das war dann von Neo. Okay, jetzt erst recht. What the fuck? Von Neo. What the fuck? What the fuck? Level 17 für Pinselcheck. Ratzfratz, okay, das ist jetzt nicht so das Problem. Das kann Captain Badass machen. Das hätte auch Müsli, glaube ich, machen können. Oder dann kommt Hyperzahn und das Müsli ist weg. Das wäre natürlich auch nicht so cool. Luftstoß! Dies Luftstoß war in Gold und Silber so eine epische Animation. Die ist voll geil gewesen. Hier so. Einfach richtig so. Animation. Richtig scheiße. Entschuldigung, aber wirklich keine gute Animation. Ja, ich werde die Reise bla 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 bla. Danke. Hallo, ich muss bald wieder Tränke nachkaufen. Und das nur wegen Müsli und wegen meinem. Ist das was? Machen wir mal. Den da. Dann kann ich hier auf 5 nachkaufen. Das ist auch okay. Plopp. Denn es kommen noch ein paar Trainer. Das weiß ich. Aber erstmal eine TM. Wow. Also sie passt hier in das Gebiet schon rein, ne? Aber halt so ungeil. Wow. Ein Kabuto. Das hätte ich gern gefangen. Ich hätte es zwar nicht nutzen können, eine lange Zeit lang, erst nach dem 6. Orden. Aber
Ja. Dort ist noch ein Item. Das darf ich nicht vergessen. Ich hätte vergessen es. Ich kenne mich doch. Ihr kennt mich auch. Hier ist Groink. Ja, hallo, Groink. Na, Hallöchen, hallo. Ah. Ich hab irgendwas in meinem Silber auch. Irgendwas an meinem Arm, das mich die ganze Zeit sticht und schmerzt und meine Haare am Arm rauszieht. Fühlt sich nicht so geil an. Oh, wow. Ja, gut. Well, Rip Groink. Damit habe ich kein Problem, dass du jetzt Farbwechsel hast. Hä? Warum bin ich jetzt schneller? Speedtime oder was? Na gut. Yeah, und Pinsel steckt auch nochmal 33. Yeah, du bist auf die eine oder andere Weise stark. Wow, ich habe dich gerade komplett in den Boden gestampft. Ah. Okay, ist gut. Damit kann man leben. Nee, du. Tu ich mir nicht nochmal an. Die Werbung macht mich ganz leid, ich kämpfe mit mir, sonst schlafe ich noch alle. Wow. Mit dem Film fehlt dir noch nicht. Okay. Tue dies. Ich warte nur, dass du dies tust. Komm her, komm, come at me, brah. Come at me, brah. Das macht mir gerade Angst. Das ist genau das, was ich im letzten Part, glaube ich, sogar erzählt habe. Meine große generelle Angst. Leder King. Und das kann auch noch Gena. Boah, Müsli, du musst schneller sein. Danke. Death Down. Merci. Jetzt komme ich auch. Bam. Es hat überlebt! Nein! Überlebt. Natürlich greift jetzt beide. Wow. Wow. Okay. 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 Na, Aquana auch noch. Die schlafen beide gleich. Geh doch weg. Gekackt. Alter, natürlich! Ist doch nicht normal! Well, sleep. Schlaf gut. Dann kommt halt jetzt auch wieder Mexikaner rein! So, die letzte Stärke gegen Rana. Also, das steht ja. Okay. Okay. Bam, tschüss, Rana. Glück gehabt. Ja, den restlichen Kampf kann ja auch schlafen. Hier drin bleiben. Ist kein Problem. Yay, yeah, Level 18 für Pinsel Jack. Okay. Ich kann so nun nicht mehr fliehen. In der Mexika. Der auch G-Punkt schläft ein. Aber wir haben einen Donnerblitz, also Wayne. Wayne, ob ich schlafe oder nicht. Tschüss, Azurel. Azurel! Wow! Lederking, Aguana, Varaza und auf der anderen Hand, um nett zu mir zu sein, Azurel. Nee. Nett ist was anderes. Natürlich! Und die Nadelrakete, ja, Wayne. Wenn du vor allem das falsche Pokémon angreifst, ne? Boah, wenn ihr auch jetzt aufwacht. Boah. Na gut, okay. Mit einem KP, natürlich. Schön, 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 schön. Oh yeah. Nice. Oh, Jauch ist Level 25, das ist schön. Mexikaner hat immer noch kein Level. Der braucht echt viele anscheinend.
War hier nicht irgendwo noch ein... Oder wir sind jetzt im Laubwechselfeld. Hier ist, glaube ich, noch ein Item, oder? Segelang! Nice! War das nicht... Bei Segelang war das doch so, den Schaden, den ich mache... ein 16. Das gebe ich jetzt trotzdem jemanden. Bad Wes. Ich würde sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich stelle mich schon mal ins Pokémon Center. Wir werden im nächsten Part heilen und dann geht's weiter. Danke schön fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.